Innenfarbe ist nicht gleich Innenfarbe. Wie groß aber sind die Unterschiede zwischen einer Standardqualität und einer Top-Innenfarbe? Um diese Frage zu beantworten, haben wir die Caparol-Anwendungstechniker gebeten, unsere Top-Innenfarbe Indeco Plus mit einer Standardqualität zu vergleichen. In diesem Fall mit Capardin. Film ab! Wir haben hier zwei Produkte, die wir miteinander vergleichen sollen. Einmal Indeco und einmal Capardin. Mir ist nicht ganz klar, warum wir die jetzt so gegeneinander stellen, weil das ist wie Ferrari gegen VW miteinander zu vergleichen. Die Tests, die machen immer Sinn, weil es kann sich am Material was geändert haben, es kann an mir sich was geändert haben. Und immer wieder auf dem Laufenden zu bleiben, ist ganz wichtig. Ich denke, das andere Team mit dem Capardin hat gegen uns null Chance. Also meine Erwartungshaltung ist, ich kenne Indeco ja schon seit längerer Zeit, dass das schneller geht und leichter zu verarbeiten ist und auch eine schönere Fläche ergibt. Wir werden mit Capardin verlieren, ja, ganz klar. Aber wir werden uns reinsteigern und dann werden wir im Ende doch gewinnen. Ob die Wende geht, oder? Also wie gesagt, es soll kein Wettrennen sein, macht es ganz normal hier, auch beim Kunstmachen. Wir waren, wie erwartet, schneller und man sieht auch die Flächen, wie die Deckkraft ist, wie der Weißgrad ist. Natürlich ist der Preis höher, aber wer sich das genau durchkalkulieren und durchrechnen kann und wer auch da mal nachdenkt und nicht nur den Eimerpreis sieht, denke ich schon, dass er zum Indeco greift. Natürlich ist es zu merken. Wenn ich ein Produkt habe, das sich leichter verarbeiten lässt, dann habe ich natürlich nicht diesen Kraftaufwand und kann abends dann noch schönes Bier stemmen. Ne? Es soll auch schön werden, ja? Deswegen gebt euch mal Mühe. Es soll auch hier kein Wettrennen sein. Allein schon die Flüssigkeit von dem Material, wie das aus dem Pinsel rausläuft, sind die zwei Produkte überhaupt nicht miteinander vergleichbar. Ja. Ich konnte mir ja am Anfang nicht vorstellen, warum man so einen Produktvergleich überhaupt macht. Mittlerweile ist mir das schon irgendwo klar geworden. Also wir wollten darstellen, dass mit Indeco doch eine sehr große Zeitersparnis hier erarbeitet werden kann. Und ja, es scheint der Ferrari bei uns in der Firma zu sein. Man hat gesehen, Indeco Plus, wir wussten das alle vorher, aber es hat sich wieder mal bewahrheitet, hat alle Vorteile. Ich bekomme hochwertige Flächen, streng mich weniger an, habe geringen Verbrauch. Man sieht es hier hinter mir, das Indeco und das Capardin, das sind Welten im Verarbeiten und im Ergebnis. Auf jeden Fall. Das Bewusstsein war zwar vorher schon da, dass Indeco das bessere Produkt war, aber jetzt mit der intensiven Beschäftigung, weil ich war vorher auch der Meinung, was machen wir da jetzt für Vierlefanz, aber hat schon was gemacht. Jetzt bin ich auch wieder noch mehr überzeugt. Ich kann mich da nicht nur den Worten meiner Vorredner anschließen, dass Indeco eigentlich das super Produkt ist, war von vornherein schon klar. Und das Material ist flutschig, leicht zu verarbeiten, ohne viel Kraftaufwand und ist einfach nur super.
Sie haben es gesehen. Geniales Anstrichergebnis. Top bei Beschneiderarbeiten, Spitzendeckkraft, wunderbare Oberflächen. Das sind Ergebnisse, die begeistern. Und deshalb sagen wir, Indeco Plus ist einfach genial. Und für Sie ist es die Farbe für Ihren Erfolg.